Montag, 19. Januar 2009, in wenigen Stunden. Hier Team Alpha. Haben Gang 5 passiert. Temperatur liegt bei minus 3 Grad Celsius. Nähern uns dem Zielpunkt. Gut, Krause. Rücken Sie weiter vor. Ende. Natürlich, Ende. Godewort, links. Geben Sie Deckung. Jawohl. Aha. Ist das Nebel? Es scheint so. Achtung! Gott, das sind die vermissten Polizisten. Feuer! Feuer! Oh. Wir kriechen weiter! Achtung! Hey, was ist mit Ihren Augen? Die Augen! Es sind so viele! Vor Jahrmillionen wandelten die großen Alten auf der Erde und nannten sie ihr Eigen. Dann verschwanden sie in der Finsternis zwischen Sternen und kalter Unendlichkeit. Und doch beobachten sie uns in ihrem ewig währenden Schlummer. Wehe dem Tag, an dem sie erwachen, um erneut ihre Herrschaft auszuüben. Nur wenige wissen von ihnen, und die meisten leben in Angst. Ihre Diener lauern in den Schatten und greifen nach uns im Raum zwischen Träumen und Wachen. Die Sphären anderer Welten brechen allzu schnell. Realität ist nur ein kurzer Wimpernschlag. Montag, 19. Januar 2009, 22 Uhr. Vor dem Berliner Museum für nordeuropäische Kulturgeschichte auf der Museumsinsel. Die Luft war klar und kalt. Die Lichter der Neonreklamen erleuchteten den Nachthimmel. Fern der Museumsinsel tobte das Leben der Millionenmetropole wie ein pochendes Herz. Hier jedoch schien die Welt den Atem anzuhalten, als würde sie sich verstecken. Museum für nordeuropäische Kulturgeschichte. Und jetzt? Wir müssen da rein. Was? Es ist 22 Uhr. Niemand wird mehr drin sein. Lass uns lieber etwas essen gehen. Ich habe einen Bärenhunger. Zum Teufel mit deinem Hunger. Wir haben echt andere Probleme. Ja, ist ja gut. Reg dich mal ab. Abregen? Abregen? Das hier ist keine blöde Butterfahrt, Herr Dr. Wagner. Der Herr Dr. Garner will natürlich alle Probleme der Welt sofort und gleich lösen. Am besten alleine. Wer denn sonst? Es weiß ja niemand etwas von Baku. Aber warum ausgerechnet wir? Ich bin kein Exorzist oder sowas. Willst du einfach deine Augen verschließen? Nein, aber ich habe die Schnauze voll von diesen schrecklichen Dingen. Zum Teufel, ich habe auch eine verdammte Scheißangst. Aber zögere ich etwa? Nein, aber... Kein Aber, Alfred. Wir gehen da rein und schauen uns um. Und was sagen wir, wenn uns die Nachtwächter erwischen? Guten Tag, wir wollten nur schauen, ob der Sarg des Häuptlings Baku leer ist und seine Leiche nicht durch die Ausstellung schlurft. Ich meine natürlich wandelt. Oh, Alfred! Wir rufen Direktor Merlinger an. Anrufen? Hast du eine Telefonzelle gesehen? Ich bin zumindest im 21. Jahrhundert angekommen. Das hier nennt man ein Handy. Ich weiß, was das ist. Aber deine Gegner sind noch 1000 Jahre zurück. Dr. Ernst Garner, guten Abend, Herr Merlinger. Guten Abend, Herr Garner. Entschuldigen Sie die späte Störung, aber... Wie? Sie arbeiten noch? Lange Geschichte. Der ist ja arbeitsmütig. Ein Polizeieinsatz? Polizei? Verstehe. Oh, weia. Du musst da ja noch im Museum sein. Sie sind im Museum? Das trifft sich hervorragend. Mein Kollege und ich stehen gerade davor und wollten uns wegen der Ausstellung erkundigen. Und wegen Baku? Wegen des Vortrags. Wunderbar. Ein Vortrag? Ja, das könnte ich tun. Dann hat sie meine Einladung erreicht. Genau, ich habe den Flyer bekommen, aber... Meine Sekretärin ist unterwegs. Sie schicken Ihre Sekretärin? Genau, Frau. Ach, die ist auch noch da. Frau Gierke. Arbeiten. Gut, wir warten hier beim Haupteingang. Wunderbar. Bis gleich. Bis gleich. Das war ja leicht. Du musst ja nicht mitkommen. Dann endet das wie im Lewke-Haus. Im besten Fall finde ich dich ohnmächtig irgendwo herumliegen. Was hast du da? Etwas zur Stärkung. Wie du meinst.
Zur selben Zeit Charité, Universitätsmedizin Berlin, Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, geschlossene Abteilung. Schritte hallten leise durch den Gang. Der Pfleger schwieg eingeschüchtert neben dem hageren Mann. Von Esch kannte die Wirkung seines Äußeren. Er trug einen sauberen schwarzen Anzug und hatte einen Knopf im Ohr, von dem ein Kabel zu seinem Kragen führte. Fast die gesamte linke Hälfte seines Gesichts war mit Narben bedeckt. Ein Überbleibsel einer schweren Verbrennung, die nie richtig verheilt war und seine Haut stellenweise wie alte Rinde aussehen ließ. Hier ist Zimmer 27. Er trägt eine Zwangsjacke, damit er sich nicht selbst verletzt. Halten Sie am besten einen gewissen Abstand zu ihm. Wenn er sich zu sehr aufregt, dann rufen Sie. Das wird nicht nötig sein. Der Patient neigt zu Tobsuchtsanfällen. Ich bin nicht zum ersten Mal hier. Aber... Sie können jetzt gehen. Gut, gut. Aber ich habe Sie gewarnt. Schöne Blumen. Ich mag Blumen. Besonders die roten. Guten Abend, schön. Herr Stühn. Sie erinnern sich doch sicher so an mich. So schön, die Blumen. Haben Sie mir Blumen mitgebracht? Nein, ich bringe Ihnen nie Blumen mit. Aber ich habe Fragen. Ich liebe Blumen. Ich bin doch krank. Kranke bekommen immer Blumen. Ich möchte mit Ihnen über den Brocken sprechen. Nein, der Wächter beobachtet mich. 333, 333, oh, so wird 333. Dass Sie immer so eine Szene 333, haben. 333, 333, 333. Halten Sie still und schlucken Sie das. Die Pillen werden Ihnen helfen, sich zu erinnern. Keine Schmerzen. Nein. Bitte, jenseits. Bitte, jenseits des Traums. Das Gefüge der Zeitalter. Herr Stüben, können Sie mich verstehen? Ich möchte, dass Sie sich etwas ansehen. Wissen Sie, was das hier ist? Klotos! Nein! Diese Schmerzen! Nein! 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 Erkennen Sie die goldene Götzenfigur wieder? Tentakel! Nein! 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 Hören Sie auf, Ihren Kopf gegen die Wand zu schlagen. Ich sollte die Dosis erhöhen. Schauen Sie mich an. Was hat es mit der Figur auf sich? Bitte, keine Schmerzen mehr. Bitte, ich. Sie stehen bereit. Was meinen Sie? Die Higari. Dafür steht die Götzenfigur? Ja. Die Higari haben ihre Boten entsandt. Wen? Die Kim Iga. Sie werden ihren Herren den Weg ebnen. Herren? Dabei sind sie längst schon hier. Schlafen. Tief in allem. In uns. Tief in uns. Was heißt das? Negron. Er ist auf der anderen Seite. Er kommt. Der Gesang des Hexenmeisters ruft ihn. Welche andere Seite? Die andere Seite der kalten Tore. Ah.
Von Ash hier. Wir sind soweit. Sie haben die Daten? Natürlich, von Ash. Sehr gut. Ich bin unterwegs. Gut, Stüben. Bis zum nächsten Mal. Alles in Ordnung? Ja. Führen Sie mich zum Ausgang. Wie Sie wünschen. Zwei Siegel sind zerschlagen. Zwei Tore geöffnet. Necron! Necron Jagin! Jagin Necron! Eklotus! Montag, 19. Januar 2009, 22.30 Uhr im Berliner Museum für nordeuropäische Kulturgeschichte auf der Museumsinsel. Totenstille lag über den Räumen und Fluren des Berliner Museums. In den Vitrinen lagen mit Grünspan überzogene Waffen und Schmuck aus der Bronzezeit. In der Mitte des Raumes thronte auf einem Sockel eine Urne, die mit filigranen Malereien versehen war. Krieger in Rüstungen tanzten ums Feuer oder kämpften gegen wilde Tiere. Vom Himmel herab zuckten tentakelgleiche Blitze. Und dies ist neben dem Steinsarg das Prachtstück unserer Ausstellung. Die Urne ist verschlossen. Das ist richtig. Aber schauen Sie nur auf diese fantastischen Malereien. Sie stehen hier vor einem Objekt aus der späten Bronzezeit. Das war etwa 1300 bis 800 vor Christus. Etwas Vergleichbares finden Sie in keinem anderen Museum. Beeindruckend. Warum haben Sie den Behälter eigentlich nicht geöffnet? Und damit einen kostbaren archäologischen Fund zerstört? Nein, wir haben ihn geröntgt und er war leer. Ach so. Mann, Archäologie ist sowas von langweilig. Psst. Was besagt die Inschrift denn? Aberglaube. Laut dem Text ruht in dem Gefäß die Seele eines Kriegers. Wie bei den Kanopen der Ägypter, die den Leib auch aufteilen. Aber diese Urne war leer. Wie stellen Sie sich denn eine Seele vor? Glauben Sie daran? Natürlich nicht. Aber so etwas zieht die Besucher an. Und hier werde ich meinen Vortrag halten? Genau. Wir werden hier noch eine kleine Empore... Wer hat denn das Licht ausgemacht? Vermutlich eher ein technischer Defekt. Gibt es keinen Notfallschalter hier? Vielleicht ist nur eine Sicherung durchgebrannt. Gewiss. Hinter der Vitrine mit den Speeren befindet sich ein Stromkasten. Brauchen Sie Hilfe? Nein, keine Sorge. Ich habe zwar nur einen Arm, aber der ist voll einsatzbereit. Ernst, hier stimmt doch was nicht. Ganz ruhig. Halt die Augen auf. Im Dunkeln? Wären wir doch bloß in Hamburg geblieben. Die Notbeleuchtung. So, nun das Hauptlicht. Wo ist denn nur... Moment. Oh, Herr Kranz. Wie gut, dass Sie da sind. Was wollen Sie mit der Spitze denn? Ich ahne, sind Sie verrückt geworden? Schnell hin! Oh Gott. Was ist das für eine Gestalt da über ihm? Das ist ein Nachtwächter. Lassen Sie Merlinger los! Teufel! Die Arme! Er hat keine Augen! Was ist mit seinen Armen? Alfred, pass auf! Er hat eine Spritze in der Hand! Merlinger liegt zu seinen Füßen! Wir müssen weg! Was machst du da? Ich habe mir eine Waffe geholt! Den rostigen Speer? Zurück! Zurück! Er weicht tatsächlich! Los! Schnapp dir Merlinger! Was? Ich soll an den Irren daran? Ich halte ihn schon auf! Los! Gut so. Kommen Sie, Merlinger! Er hat mir etwas gespritzt. Wir bringen Sie zu einem Arzt. Ernst, komm! Achtung, pass auf! Weg! Lassen Sie uns in Ruhe!
Du hast ihn niedergeschlagen. Ja, komm! Berlinger braucht einen Arzt. Er ist ohnmächtig geworden. Pack mit an. Was war nur mit dem Mann los? Achtung, Alfred! Da ist noch einer! Oh Gott! Seine Stimme ist völlig zerschnitten. Wir müssen hier weg. Los, schnell! Ruf die Polizei an! Und was soll ich der Polizei sagen? Dass wir von blinden Wahnsinnigen verfolgt werden? Ja! Verdammte Scheiße! Erzähl denen irgendetwas! Gut, ich wähle ja schon. Ernst, pass auf! Das war knapp. Scheiße, mein Telefon ist weg. Oh Gott. Hier lang. Das Telefon. Das ist nicht mehr zu gebrauchen. Lauf jetzt. Da hinten geht's zum Ausgang. Weiß ich, aber dort stehen uns die Kerle im Weg. Zur Treppe. Ich bin zu alt für den Scheiß. Ja. Hast du gesehen? Das war noch ein Nachtwächter. Hab's bemerkt. Die Augen. Er hatte keine Augen mehr. Und auf der Stirn war Blut. Ich hab's gesehen. Ernst, auf die Stirn war ein Auge geritzt. Ja, Teufel auch. Aber die Haut. Haut? Was meinst du? Sie war aschgrau und pockennarbig. Ja, und? Aber die Arme. Ja, sie waren irgendwie krumm. Krumm? Die haben die bewegt, als wären da keine Knochen drin. Wie, ich weiß nicht. Wie? Tentakel. Verstehst du nicht? Hier sind alle mit irgendetwas infiziert. Infiziert. Ganz ruhig. Hier sind die Büros. Es gibt doch sicher einen Hinterausgang zu den Mitarbeiterparkplätzen. Ach so, Hölle geht hier vor. Ich dachte, wir hätten es nur mit Barco zu tun. Verdammte Scheiße, der Nachtwächter von vorhin. Was jetzt? Da, das Büro. Los, schnell rein. Oh mein Gott, oh mein Gott. Komm, hilf mir, den Tisch davor zu schieben. Beeilung. Jetzt. Wir müssen Merlinge erstmal ruhig hinlegen. Verdammt, er fiebert. Hier ist eine Flasche Wasser. Ich gebe ihm etwas zu trinken. Scheiße, das Telefon ist tot. Vielleicht hat Merlinge eins. Hier in der Innentasche des Jacketts ein Handy. Ich rufe die Polizei an. Zur selben Zeit im Berliner Landeskriminalamt. Böhmer fixierte die Tapete des kleinen Büros mit solcher Anstrengung, dass ihre Augen zu Tränen begannen. Sie war erschöpft und doch völlig aufgekratzt. Wie eine Wilde war sie von der Museumsinsel zum Landeskriminalamt gerannt, fast eine Stunde lang. Ihre Kollegen hatten sofort zwei Streifenwagen zum Museum geschickt. Erneut griff sie zur bereitgelegten Zigarettenschachtel. Die Kollegen hatten sich fürsorglich um sie gekümmert. Doch Böhmer wollte nicht umsorgt werden. Sie wollte Kosnitsch in die Finger kriegen. Noch ein Schrittchen, dann wird er dich grüßen. Nein, nein. Frau Böhmer, Verzeihung, Was gibt es, Müller? Eben hat jemand aus dem Museum angerufen. Oh. Er sagte etwas von Verrückten mit Spritzen und... Verrückte? Spritzen? Das kann doch nicht sein. Ja, genau das hat der Mann am Telefon gesagt. Er meinte, dass Verrückte im Museum umherirren würden. Unmöglich. Er sitzt in einem Büro fest und der Direktor sei auch dort. Ihm wurde etwas injiziert, er sei bewusstlos. Ich habe gehört, wie jemand laut gegen eine Tür pocht. Sind Sie sicher, dass es kein Scherz ist? Der Mann sagte, er wäre Doktor der Ethnologie und... Geben Sie den beiden Streifenwagen Bescheid. Gut. Kann es sein, dass... Nein, unmöglich. Kosnitsch will nur, dass ich das glaube. Kommissarin Ines Böhmer? Ja? Sind Sie verantwortlich für den Einsatz im Museum? Sozusagen. Und Sie sind? Konrad von Esch, Leiter der MAP. MAP? Hier ist mein Ausweis. Ich möchte, dass Sie Ihre Leute zurückrufen und die Museumsinsel absperren lassen. Absperren? Hören Sie mal, wir gehen von wenigen Personen aus und die sind unbewaffnet. Ich wünschte, wir hätten diese Sicherheit.
gehen wir vom schlimmsten Fall aus. Wahnsinnige mit Spritzen im Museum? Nein, es handelt sich hier lediglich um ein kleines Gasleck in einer der Versorgungsleitungen. Es führt zu Panik und Halluzinationen. Gasleck? Wie bitte? Zumindest wird es das sein, was Sie den Medien sagen. Guten Tag. Lässt der Typ mich einfach stehen? Für wen hält er sich eigentlich? Hey! Sie! Wo ist der denn hin? Hier stimmt doch was nicht. Nein, reiß dich zusammen, Ines. Müller, sind die Wagen schon vor Ort? Oh, Frau Kommissarin. Ja, sind sie. Jetzt geben Sie mal her. Zentralanwagen 7, Bericht. Wir sind gerade auf der Museumsinsel angekommen. Wagen 4 parkt bereits vor dem Gebäude. Komisch, keiner hier. Die Kollegen sollten doch warten. Halten Sie die Augen offen. Wir wissen nicht genau, was dort vor sich geht. Bleib du hier, ich schau mich mal um. Oh mein Gott! Wagen 8, was ist da los? Geben Sie Bericht. Ich habe keine Augen. Ich stirb. Oh Gott, ich stirb. Nein. Ziehen Sie sich zurück. Wir schicken Verstärkung. Sie verstehen das nicht. Die Arme. Das sind keine Menschen. Wagen 7, melden Sie sich! Wagen 7, melden Sie sich! Unmöglich! Wir müssen... Geben Sie Großalarm, sperren Sie die Museumsinsel ab und geben Sie mir Bescheid, wenn wieder jemand aus dem Museum anruft. Und was soll ich den Kollegen sagen? Gasleck in einer Versorgungsleitung. Montag, 19. Januar 2009, 23 Uhr, im Berliner Museum für nordeuropäische Kulturgeschichte auf der Museumsinsel. Lange wird die Tür nicht mehr halten. Wie geht es Merlinger? Er atmet nur noch schwach. Das Fieber ist stärker geworden. Sein Körper kämpft gewiss gegen das, was er gespritzt bekommen hat. Das ist doch verrückt. Vielleicht können wir ja aus dem Fenster entkommen. Willst du etwa springen? Klettern. Wenn wir uns am Vorsprung entlanghangeln, dann... Und Merlinger? So heiß. Ernst, er ist wieder bei Bewusstsein. Herr Merlinger, Sie müssen durchhalten. Wir kriegen Sie schon irgendwie hier raus. Er ist so heiß. Hilf mir mal, Alfred. Wir ziehen ihm das Jackett aus. Die Stimmen. So viele Stimmen. Was meinen Sie, Herr Merlinger? Sie rufen mich... Ich gehöre zu Ihnen. Ernst? Psst, Alfred. Herr Merlinger, was meinen Sie? Ihre Vergangenheit, meine Zukunft, das Gefüge der Zeitalter. Sie erwachen. Ernst? Ja, was ist denn? Ernst, scheiße, schau dir seinen Arm an. Der ist amputiert, ich weiß. Nein, sieh doch. Teufel! Die Haut ist aschgrau. Und der Stumpf, da wächst etwas dran. Verdammt schnell. Das kann doch nicht. Heilung. Der Stumpf heilt. Scheiße, lass uns abhauen. Was immer die ihm gespritzt haben, er wird auch so ein Wahnsinniger. Sein anderer Arm, er... Was tust du da? Als habe er keine Knochen mehr. Ich bin für das Klettern aus dem Fenster. Komm schon! Merlinger braucht einen Arzt. Dringend! Und wir können ihn nicht herunterlassen. Das sagtest du doch. Alfred! Polizei! Vor dem Museum parken zwei Polizeiwagen. Wir sind gerettet. Aber... Was ist? Sie sperren die Brücken zur Museumsinsel. Was? Zum Teufel mit der Polizei! Wir müssen uns selbst helfen. Und wie? Ah, die kommen durch! Merlinger will aufstehen. Hier können wir nicht bleiben. Los, ab nach unten. Was? Ohne Seil? Seil? Ja, ich dachte, dein Plan beinhaltet ein Seil. Hä? Aus was soll ich ein Seil? Komm! Ich bin doch nicht Spider-Man.
Ich kann nicht an der Fassade rumklettern. Willst du hier bleiben? Ich... Scheiße, nein. Steck Merlin das Handy ein. Los, komm. Pass auf, tritt direkt auf den Vorsprung. Mir ist schlecht. Dann schau nicht nach unten. Na, wohin soll ich denn sonst schauen? Halt, noch ein Stockwerk tiefer schaffen wir nicht. Zu gefährlich. Na, endlich siehst du das auch mal ein. Warte. Fenster eintreten hilft jetzt auch nichts. Komm lieber her. Gut. Hier sind die Toiletten. Ich komm ja. Spätestens jetzt sollte der Hausalarm angegangen sein. Er hat schon bei der Vitrine nicht funktioniert, als du sie zerschlagen hast. Auch egal. Weiter. Hier können wir uns doch prima verstecken. Ach Quatsch. Die Infizierten finden uns hier sicher. Und dann sitzen wir in der Falle. Wo lang jetzt? Psst, nicht so laut. Dein Keuchen kann man durch das ganze Museum hören. Zum Ausgang geht es in die Richtung. Ja, ich weiß. Aber da hinten ist der Sicherheitsraum. Vielleicht können wir die Verrückten durch die Kameras sehen. Und was soll das? Dann laufen wir zumindest in keinen rein. Du bist verrückt. Pass an der Tür auf. Ist gut. Und was tust du? Die Bildschirme gehen noch. Liegt wohl am Notstrom. Teufel, sieh nur. Die Nachtwächter. Das ist Barkos Sarkophag. Da leuchtet etwas draus. Da ist noch jemand. Ich kann ihn aber nicht erkennen. Los, hauen wir ab. Jetzt sind alle bei der Ausstellung. Und wenn da noch mehr sind? Wir haben Merlingers Büro gegen dieses hier getauscht. Ich will raus aus dem Museum. Ja, gleich. Schau, neben dem Sarkophag. Da sind Spritzen. Ja und? Irgendjemand scheint die dort zu lagern. Komm. Vielleicht kann ich eine bekommen. Bist du wahnsinnig? Aber wir brauchen das Mittel, damit die anderen gerettet werden können. Verdammt. Darum soll sich die Polizei kümmern. Aber es heilt. Denk an Merlingers Arm. Ja und? Ich, Alfred, vielleicht hilft es Lisa. Du würdest das Zeug deiner Schwester spritzen? Nein, es muss natürlich erforscht werden. Mann, du klingst völlig bekloppt. Los, gehen wir. Vielleicht hast du recht. Natürlich habe ich das. Los, der Gang ist leer. Da lang, zum Notausgang. Hey, Ernst, verdammt, wo willst du hin? Ich muss es versuchen. Verlass das Museum. Hol Hilfe. Oh, Scheiße, dieser Idiot. Zur selben Zeit, vor der Museumsinsel, Friedrichsbrücke, Berlin. Überall standen Polizeiwagen und versperrten die Brücken der Insel. Sonderkommandos waren mit leichten Schnellfeuerwaffen in Stellung gegangen. Doch niemand wusste wirklich, auf was sie schießen sollten. In der Mitte des ganzen Trubels stand der schwarze Einsatzwagen der MEP. Die Türen waren verschlossen, die Fenster getönt. Hier. Die MEP hat das Museum umstellt. Sie werden zugreifen. Was ist mit Ghana? Er ist im Gebäude, Herrin Tababet. Die Einladung hat ihn hierher geführt. Und Böhmer? Sie ist gleich hier. Sie muss ins Museum. Gut, soll ich ihr das Herz geben? Ureshu, dies ist eine von vielen Schlachten. Wir sollten unsere besten Waffen nicht sofort einsetzen. Aber wenn wir so mit einem Schlag siegen? Das würden wir nicht. Das Risiko ist zu hoch. Dann werde ich Böhmer begleiten. Mein guter Ureshu. Du vermagst nicht zu tun, was nur der Magier schaffen kann. Die Transition? Ja, nun bereite Böhmer vor. Natürlich, Eure Illuminenz. Kommissarin, ich habe Sie nicht erwartet. Tja, ich wollte mir ansehen, wie mein Fall übernommen wird. Für solche Kompetenzrangeleien habe ich keine Zeit. Und was haben Sie nun vor?
Rufen Sie das SEK? Frau Böhmer, es gibt keinen Grund für Sarkasmus. Die MAP hat alles unter Kontrolle. Ach ja. Wir werden der Sache auf den Grund gehen. Machen Sie sich keine Sorgen. Keine Sorgen? Keine Sorgen. Im Gebäude sind noch Leute, die den Notruf gewählt haben. Meine Kollegen sind tot und ich soll ihnen einfach so das Feld überlassen? Ja, wir sind die Spezialisten. Dies ist jetzt unser Einsatz. Und ich bin der Leiter. Entschuldigen Sie mich. So nicht. Hey! 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 Ich will antworten. Was geht? Schwebt da eben die Munition in der Luft? Ups, Sie müssen sich geirrt haben, Frau Kommissarin. Nun stören Sie bitte nicht weiter meine Arbeit. Ich... Was für ein dreckiges Arschloch. Frau Böhmer! Ja, was wollen Sie? Ich... Moment mal. Ich kenne Sie. Sie sind doch Hakim, der Kollege aus Kiel. Was machen Sie hier? Ines, meine Stimme leitet dich. Deine Stimme leitet mich. Du musst ins Museum. Ich muss ins Museum. Sage Garner, dass nur ein seelenloser Körper als Quelle des Sekrets dienen kann. Nur ein seelenloser Körper kann als Quelle des Sekrets dienen. Sehr gut. Was war das? Ich brauche dringend Ruhe. War da nicht eben jemand? Da ist doch irgendwas passiert. Papa, wir haben Gewehre. Ich muss was tun. Was ist denn da los? Was hat denn die MAP da hinten vor? Alles einsatzbereit. Schutzwesten. Wir kriegen das schon hin. Da mache ich mir keinen Ziemlich Fall. Schwere Waffen. Jawohl. Moment mal. Die wollen das Museum stürmen. Die haben nicht vor, irgendjemanden zu retten. Von wegen Spezialisten. MAP. Klangvoller Name, aber plumpes Vorgehen. Ich sollte selbst... Ja, wenn ich an den Polizeiwagen und an der Brücke entlang... Genau. So komme ich ins Museum. Montag, 19. Januar 2009, Mitternacht, Bronzezeitausstellung, Berliner Museum für nordeuropäische Kulturgeschichte auf der Museumsinsel. Es scheint so. Hier ist der Sicherheitsraum. Senna, Raum sichern. Natürlich. Alles sauber. Engels, gehen die Sicherheitskameras noch? Die Bildschirme sind alle online und... Oh Gott. So viele. Und was hat der Mann da mit der Frau vor? Wir müssen sofort einschreiten. Lohmann, gehen Sie vor und... Achtung! Gott, das sind die vermissten Polizisten. Feuer, Feuer, los! Wie geht denn weiter? Achtung! Sie sind bewaffnet! Ihre Augen! Es sind so viele! Nein! In der Zwischenzeit im Berliner Museum für nordeuropäische Kulturgeschichte auf der Museumsinsel. In den Fenstern des Museums spiegelten sich die rotierenden Lichter der Polizeiwagen. Im Innern des Gebäudes war es totenstill. Lange Schatten von den Ausstellungsstücken ergossen sich über den Marmorboden der Eingangshalle des Seitenflügels. Wer sind Sie? Oh Gott, Rettung! Wir brauchen Hilfe! Ganz ruhig. Was ist denn hier los?
Wir wurden von Verrückten angegriffen. Die sind überall. Und ihre Augen, sie sind alle wahnsinnig geworden. Und Merlinger, sein Stumpf und Ernst ist dorthin. Halt, halt, halt. Eins nach dem anderen. Ich bin Alfred Wagner. Ernst Garner und ich sind hierher gekommen wegen der Ausstellung. Moment mal, Wagner, Garner, ich kenne Sie. Sie waren im Lefke-Haus. Sie haben die Leiche im Garten gefunden. Ja, das stimmt. Oh, Sie sind die Polizistin. Das ist ja ein komischer Zufall. Kommissarin Böhmer, für gewöhnlich glaube ich nicht an Zufälle, aber... Na gut, erzählen Sie weiter. Wir haben keine Zeit. Ernst ist in der Ausstellung. Und die rennen überall verrückt herum. Sie müssen ihm helfen. Gut, ich werde diesen Garner suchen gehen. Ich komme mit... Nein! Nein, Sie verlassen das Gebäude. Ein Spezialteam ist bereits unterwegs. Ein Spezialteam? Warum sind Sie überhaupt alleine hier? Ich bin sozusagen die Vorhut. Sozusagen? Ich begleite Sie. Ich kenne den Weg in die Ausstellung. Mann, tun Sie, was ich Ihnen sage. Los, Ernst ist gewiss in Gefahr, wenn er diesen seelenlosen Verrückten ausgeliefert ist. Seelenlosen? Ich muss mich beeilen. Hey, warten Sie! Heißt das jetzt, dass ich mit soll? Aber Sie müssen mich doch davon abhalten. Oh Mann, ich werde das bereuen. Warten Sie, ich komme mit. Nur ein seelenloser Körper kann als Quelle des Sekrets dienen. Da sind Sie ja. Bleiben wir hinter dieser Vitrine versteckt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, so viele Infizierte. Da, Merlinger ist auch unter Ihnen. Ziemlich kalt. Und dieser Nebel am Boden. Haben Sie Ernst schon entdeckt? Seelenloser Körper. Quelle des Sekrets. Was meinen Sie? Oh, sehen Sie dort. Da liegt jemand. Sieht aus wie ein Nachtwächter. Die Haut sieht sehr bleich aus. Und der Sarkophag, da ragt etwas raus. Sind das Klingen? Und Schläuche? Und die ganzen Leute, ich kann nicht erkennen. Sind das nicht Angestellte des Museums? Alfred, du hast Hilfe geholt und... Ernst? Oh Gott, dir geht es gut. Ah, das ist Kommissarin Böhmer. Meine Güte, ich dachte schon... Ein seelenloser Körper kann als Quelle des Sekrets dienen. Wie bitte? Hä? Was starren Sie mich so an? Oh Gott, wer liegt denn da das... Das muss Frau Ravel sein. Wer? Die ermordete Nachtwächterin. Sie ist kreideweiß. Was hat das zu bedeuten? Ich kann das schwer erklären, aber darum geht es jetzt nicht. Sie ziehen sich zurück. Ich werde die Leute verhaften. Halt! Wir sind bewaffnet. Bewaffnet? Die haben Spritzen und die Gefahr ist zu groß, auch infiziert zu werden. Aha. Und Sie haben einen Plan? Nein, nicht direkt. Und kennen wir uns nicht? Lefkehaus. Lange Geschichte. Was hast du vor, Ernst? Wir brauchen eine Ablenkung. Dann kann ich die Blutpumpe zerstören. Blutpumpe? Ja, irgendwer pumpt aus Baku Blut und füllt es in die Fläschchen und Spritzen. Kosnitsch. Kosnitsch? Er hat den Mord begangen, sagte etwas von Blut und wollte Menschen opfern und... Moment mal. Sie zwei ziehen sich zurück. Das ist eine Polizeioperation. Meine Krasarin, sehr freudig daran, Teil des Plans zu werden. Das ist Frau Gierke, Merlingers Sekretärin. Er will sie Baku opfern. Wir müssen etwas tun. Ich habe eine Pistole. Die Verrückten werden sie angreifen. Wir können sie ablenken, bis die Verstärkung kommt. Nein, ich bin die Polizistin. Sie ziehen sich zurück. Wenn ich an der Urne vorbeigehe, dann... Urne! Natürlich! Was ist? Kommissarin, sagten Sie nicht, dass nur ein seelenloser Körper als Quelle des Sekrets dienen kann? Also... Merlinger meinte doch, dass darin die Seele eines Kriegers ruhen soll. Du meinst, da steckt was von Baku drin. Von was reden Sie da eigentlich? Frau Böhmer, ich lenke Kosnitsch ab. Sie zerstören die Urne. Das ist doch völliger Blödsinn. Ach, tun Sie es einfach. Ernst irrt sich nur sehr selten. Wie soll das helfen? Vertrauen Sie mir. Und Alfred? Ja? Du schnappst dir die Sekretärin, solange alle abgelenkt sind. Die bringen dich um. Das ist völliger Schwachsinn. Wir haben keine Zeit für Diskussionen. Kosnitsch ist mit der Frau fast am Sarkophag. Aber... Nein, bitte lassen Sie mich. Schnappte! Halt, Kosnitsch! Ah, wie sich doch alles fügt. Der Magier ist anwesend. Was haben Sie mit all den Leuten getan? Ich habe sie beschenkt. Mit dem Sekret des Erwachens. Los, pfeifen Sie diese Infizierten zurück. Infiziert? Sie waren vom Menschsein infiziert.
ich habe sie geheilt. Die Polizei ist gleich hier. Nicht. Niemand kann uns aufhalten. Mit dem Blut dieser Frau werde ich weitere Sekrete im Backblatt schaffen. Und dann... Das Gefäß! Packt sie euch! Dabei! Unglaublich. Baku ist einfach zerfallen. Das war ja ein ganz toller Plan. Nichts ist passiert. Sie greifen mich an. Retten Sie mich. Kommen Sie, Frau Gierke. Kommen Sie. Danke. Zurück oder ich muss schießen. Das war nur ein Warnschuss. Also, hey Kosnitsch, pfeifen Sie Ihre Leute zurück. Warum sollte ich? Deswegen. Lass mich los. Kugeln. Die Kugeln, sie haben sich aufgelöst. Lyubov-Ines, du enttäuscht mich. Ich hatte mir unser Wiedersehen leidenschaftlicher vorgestellt. Du bist mir unterlegen, Magier. Bringt ihn zum Tor. Aber tun Sie doch etwas. Die schleifen Ernst zum Sarkophag. Ich kann nicht. Es sind so viele. Da, sie erwarten dich bereits auf der anderen Seite. Nein, Ernst, nein. Er ist uns verschwunden. Los, wir müssen uns zurückziehen, schnell. Runter mit den Waffen. Die Infizierten, sie wurden alle erschossen. Ach, die Verstärkung, Gott sei Dank. Privet, ich ergebe mich. Sie können mich festnehmen. Senna, nehmen Sie den Kerl fest. Jawohl. Godewort, Lohmann, sichern Sie den Raum. Jawohl. Oh, Gott sei Dank. Es war so schrecklich. Der Sarkophag, wir müssen doch ernst... Er ist weg. Sie können nichts mehr tun. Kommen Sie. Halt, stehen bleiben. Ich bin es, Kommissarin Böhmer. Ich kenne Sie. Sollten Sie nicht hinter der Polizeisperre sein? Engels, führen Sie die zwei raus. Ein Arzt soll Sie nach Einstichwunden untersuchen. Ja, wird gemacht. Kommen Sie bitte. Aber Ernst, los, wir gehen mit Ihnen. Bitte, ich will nur weg hier. Bitte. Und was ist mit dem Kerl hier? Führt mich in euer Gefängnis. Untersuchen und wegsperren. Ich wette, von Esch will sich nur zu gerne mit ihm unterhalten. Kurz nach Mitternacht vor der Museumsinsel Friedrichsbrücke, Berlin. Ohne Probleme führte die kleine Frau mit den schwarzen Lederhandschuhen Böhmer, Wagner und Gierke vor die Polizeisperre. Hier wurde die Sekretärin von Sanitätern in Empfang genommen. Hinter einem Zaun hatte sich ein kleiner Menschenauflauf gebildet und Polizisten versuchten, die Schaulustigen am Betreten der Museumsinsel zu hindern. So, ich muss jetzt zurück. Ernst! Finden Sie Ernst! Halt, was ist mit Kosnitsch? Fragen Sie bitte nicht. Ich darf es Ihnen nicht sagen. Aber sicher wird von Esch Sie gleich verhören. Ach. Erwähnen Sie nichts Falsches. Seien Sie nicht engstirnig, bitte. Engstirnig? Glauben Sie ihm einfach, dass es hier nur ein Gasleck gegeben hat, okay? Was? Gasleck? Das war ein Virus. Sie haben doch die ganzen Spritzen gesehen. Passen Sie auf sich auf. Ich muss den anderen helfen. Ernst ist noch im Museum. Ich muss... Ruhe. Wir können nur hoffen, dass Ihr Freund von der Map gerettet wird. Map? Im schlimmsten Fall wurde er für einen Infizierten gehalten und ist nun auch tot. Nein, das darf nicht sein. Frau Kommissarin, Herr... Wagner, wir müssen sofort zurück ins Museum. Ach. Ernst ist noch da drinnen. Wer? Na, Dr. Garner. Wir haben die Polizei wegen dieser Verrückten gerufen. Dr. Garner also... Interessant. Das müssen Sie mir genauer erklären. Keine Zeit. Ernst ist noch da drinnen. Machen Sie sich keine Sorgen. Meine Leute sind Profis. Ich. Also, warum waren Sie im Museum, Frau Kommissarin? Ich musste handeln und bin die Absperrung umgangen. Warum? Das kann ich Ihnen sagen. Das war mein Fall. Und Ihre aufgemotzten Inlandsoldaten waren drauf und dran, Beweise zu vernichten. Und Sie, Herr Wagner, was führte Sie ins Museum? Die Ausstellung. Herr Garner wollte einen Vortrag bei der Eröffnung halten. So spät am Abend? Wir sind gerade aus Hamburg angekommen und hatten mit dem Direktor Mehlinger telefoniert. Mehlinger, er ist auch infiziert. Herr Wagner, ich kann Sie beruhigen. Es ist alles in Ordnung. Aber... Ein Gasleck. Die Dämpfe führen oft zu Wahnvorstellungen. Sie haben sicherlich geglaubt, Dinge zu sehen, die es in Wirklichkeit gar nicht gibt.
aber die Wesen hatten Tentakel und... Während sie sich im Museum aufgehalten haben, atmeten sie das Gas ein. Ich kann Ihnen versichern, sie hatten lediglich eine Halluzination. Die Stickstoffmonoxid ist kein ungefährliches Gas. Wir werden sicher bald herausfinden, wie es zu diesem bedauerlichen Leck in den Leitungen kam. Aber, au! Ruhe, spielen Sie einfach mit. Wollten Sie noch etwas sagen? Nein, gar nicht. Haben Sie noch etwas bemerkt? Sonstige Dinge, die Sie sich nicht erklären können? Nein, das haben wir nicht. Nicht? Ich? Gar nicht. Folgen Sie mir bitte. Ich würde gerne Ihre Aussage zu Protokoll nehmen. Wir können bei so etwas nie genau genug sein. Dienstag, 20. Januar 2009, 0.20 Uhr, Bronzezeitausstellung, Berliner Museum für nordeuropäische Kulturgeschichte auf der Museumsinsel. Die Luft roch nach geronnenem Blut. Der Boden war bedeckt mit den Toten. Die 10 MEP-Agenten sicherten den Raum. Alles sauber. Und es ist auch nicht mehr so saukalt. Ob es an diesen Infizierten lag? Das wird die Aufgabe der Wissenschaftler sein. Ist jemand verletzt? Niemand hat eine Spritze abbekommen. Nur Ziglas Arm ist gebrochen, aber sonst sind alle in Ordnung. Es gibt keine Einstichwunden. Und die Leiche dort? Das scheint die vermisste Nachtwächterin zu sein. Auf dem Namensschild steht Ravel. Ihr Gesicht und die Hände völlig blutleer. Leichensack und mitnehmen. Da bin ich wieder. Was sagt Ihr Gefühl, Engels? Moment, ich muss die Handschuhe ausziehen. Ich weiß nicht. Hier scheint etwas gewesen zu sein, eine Kraft. Sie überdeckt alles andere. Hier waren verdammt viele Infizierte. Nein, das ist es nicht. Der Sarkophag, er ist die Quelle. Aber es nimmt ab. Wie bitte? Ich meine diese Kraft. Wie ein vorbeifahrendes Auto. Ich höre es quasi nur noch in der Ferne. Aber es ist immer noch stark genug, um alles zu überdecken? Ja. Dann sollten wir das Ding mitnehmen und... Achtung, da steht einer auf! Holen Sie den Kerl von mir runter! Ich wurde gestochen! Schießen Sie doch! Aber dann werde ich Sie töten. Mann, das Vieh hat mir was injiziert. Ich... Oh Gott! Stimmen! Das sind Stimmen! Scheiße! Oh Gott! Oh mein Gott! Das ist nicht fair. Das ist einfach nicht fair. Niemand hat gesagt, dass dieser Job Spaß bringt. Dienstag, 20. Januar 2009, 0.30 Uhr, vor der Museumsinsel, Friedrichsbrücke, Berlin. Die Formulare auf dem Tisch schienen Böhme und Wagner zu verhöhen. Die Luft im Lieferwagen war warm und stickig und sie wünschten sich weit weg von hier. Von Esch schaltete Kamera und Tonbandgeräte ab. Gut, halten Sie sich für weitere Befragungen bereit. Gut. Unterzeichnen Sie beide diese Geheimhaltungserklärung. Das Gasleck sollte nicht zur Panik führen, oder? Ich bin Kommissarin, ich brauche den Wisch nicht zu Bitte, Frau Böhmer, ich habe keine Lust, mit Ihnen zu diskutieren. Unterschreiben Sie. Oder wir behalten Sie gleich hier. Ich sehe, wir verstehen uns. Sie können gehen. Hier, Godewort. Museum ist gesäubert. Verluste? Krause ist tot. Überlebende Zivilisten? Niemand. Gut, reinigen Nein. Sie den Einsatzort. Jawohl. Sie sind ja immer noch hier. Ich... Schönen Tag noch. Ernst ist tot. Es tut mir leid. Ich kann es nicht glauben. Es waren einfach zu viele. Gasleck? Seine Leute, die hatten nicht mal einen Mundschutz. Das Gasleck ist auch totaler Blödsinn. Warum sollte ich überhaupt mitspielen?
weil ich nicht wollte, dass er sie da behält. Sie wissen anscheinend zu viel. Ich? Kommen Sie mit. Ich habe einige Fragen. Vor allem will ich mehr über diesen Kosnitsch wissen. Wenn es sein muss, ich brauche erst einmal etwas zu trinken. Dienstag, 20. Januar 2009, 1 Uhr, Neurologie und Neurozentrum Hamburg, Raum 113. Stille herrschte auf den Fluren. Nur das Geräusch der Beatmungsmaschinen erklang wie eine traurige Melodie in der Dunkelheit. Auch im Zimmer von Lisa Garner. Lisa, es tut mir leid, aber die Transition ist vollendet. Ich muss zu ihm. Ja, es wird Zeit, aber du gehst nicht allein. Ihr werdet euch vertragen müssen. Market Arton, vergiss nicht, die Welt dort drüben ist kalt und böse. Der Magier ist erwacht. Und er braucht jedwede Hilfe. So beginnt es also. Die Sprecher und ihre Rollen waren Markus Raab als Alfred Wagner. Scheiße, lass uns abhauen! Jack Ruler als Barco. Nekra! Felix Würgler als Boris Kosnitsch. Ich habe sie beschenkt mit dem Sekret des Erwachens. Sven Matthias als Konrad von Isch. Ich sehe, wir verstehen uns. Michael Vogelmann als Direktor Merlinger. Sie erwachen in mir. Marco Ansing als Ernst Garner. Wir müssen etwas tun! Katja Pilaski als Erzählerin. Überall standen Polizeiwagen und versperrten die Brücken der Insel. Markus Miksch als Ingo Stüben. Kranke bekommen immer Blumen. Verena Wolfin als Kommissarin Ines Böhmer. Ich bin Kommissarin, ich brauche den Wisch nicht zu unterschreiben. Sandra Engel als Lisa Garner. Michael Gerdes als Map-Agent Jonathan Godewort. Halt! Stehen bleiben! Jens Niemeyer als Map-Agent Lohmann. Wir kriegen das schon hin. Frank Keiler als Map-Einsatzleiter Krause. Untersuchen und wegsperren. Andrea Bannert als Map-Agentin Engels. Ich darf es Ihnen nicht sagen. Charlie Koch als Map-Agentin Senna. Und was ist mit dem Kerl hier? Michael Lips alias Arta Patata als Nachtwächter 1. Chris als Nachtwächter 2. Inekron. Joachim Klotz als Ortsstimme. Montag, 19. Januar 2009, Mitternacht. Robert Kehrig als Pfleger. Gut, gut. Aber ich habe Sie gewarnt. Marcel Ellerbrock als Polizist 1. Wir sind gerade auf der Museumsinsel angekommen. Nadine Most als Polizistin 2. Sie haben keine Augen. Benedikt Benken als Polizist 3. Alex Bolte als Polizist 4. Chris Runte als Polizist Müller. Wagen 8, was ist da los? Tanja Niehoff als Market Arton. Saskia Heisch als Sekretärin Gierke. Oh nein, bitte, bitte nicht. Laura Katharina Schmidt als Tavabet. Das Risiko ist zu hoch. Und Björn Korthoff als Ureshu. Natürlich, Eure Illuminenz. Die Statisten waren Bettina von Stockfleth,
Björn Kimmenich, Daniel Emling, Holger Mennecke, Ingrid Kimmenich, Katharina Koschel, Kolja Emling, Laura Kimmenich, Lisa Marie Störtenbecker, Maike Staniek, Martin Hupf, Meinhard Schulte, Peter Groth, Jingle gesprochen von Sven Matthias, Ghana-Logo von Sven Matthias, Cover-Illustrationen und Layout von Marc Töbermann, Lektorat von Michelle Martin und Lilly Riad, Regie von Marco Ansing, Schnitt und Sounddesign von Meinhard Schulte, Skript von Marco Ansing. Das kalte Tor basiert auf der Kurzgeschichte Rastlos im Museum von Marco Ansing, erschienen in Erwachen, Saturia Macabre Band 1 des Saturia Verlags 2012. Ein besonderer Dank geht an Lilly Riad, Merle Brose und Michael Gerdes für ihre Anmerkungen. Dr. Ernst Garner, Das kalte Tor, eine Produktion des Hörspielprojekts aus dem Jahr 2021.